Patrick Mendelin, er zit een 4-3 Nederlaag in de verlenging tegen Fribourg im zweiten Spiel eingefahren. Wie ist das Spiel aus deiner Sicht gelaufen? Ja, ich denke, wir haben eigentlich einen sehr guten Job gemacht. Wir haben im letzten Drittel, bisschen, vor allem die ersten 10 Minuten, ein bisschen den Faden verloren. Dort haben wir Glück, dass sie nicht in Führung gehen. Aber nachher, vor allem auch in der Verlängerung, haben wir sehr viele Chancen gehabt, um das Spiel schlussendlich für uns zu entscheiden. Aber ja, wenn du vorne im Marsch kriegst, kriegst du halt wirklich irgendwann hinten rein. Und ja, darum gehen wir mal nicht auf Fribourg und gehen dort wieder. Oder werden unsere beste Leistung abrufen, um dann morgen den entscheidenden Sieg einfahren können. Du hast gesagt, morgen ist gerade das entscheidende Spiel in Fribourg am 5. Was wird für das Spiel entscheidend sein? Ja, jetzt ist sicher sehr gute Regeneration. Möglichst schnell oben runterkommen, vor allem auch mental. Und ja, dann morgen die kleinen Details wieder probieren, besser zu machen als Fribourg. Und ja, wenn wir das machen, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir morgen den entscheidenden Sieg einfahren können. Wunderbar. Patrick, danke schön vielmals und viel Glück. Merci.